Müssen wir das wirklich tun? Wenn es dich nicht für das Ziel halten soll. So ein Scheiß kann auch nur das Verteidigungsministerium kaufen. Babysitter. Alter vor Schönheit. Kozak, Verifizierungscode. Alpha 29er Yankee 7. Ghost Lead, Verifizierungscode. Whiskey Bravo 41 Foxtrot. Pepper, Verifizierungscode 16 Hotel Mike 3. Ich probier's. Hey, Dickerchen. Queen of England. Oh, 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 hey, 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 Verifizierungscode Charlie 121 November. Jesus. Mist, ich hab Queen gesagt, hä? Das ist ab jetzt dein Name. Geil. Katja Prugova, ehemals russischer Geheimdienst mit vielen Verbindungen. Es wird also dauern, bis wir wissen, für wen sie arbeitet. Keine der Optionen sieht vielversprechend aus. Niemand von uns ist gern in Russland, aber wir gehen, wohin man uns schickt. Diesmal weist die Spur dorthin. Nach unseren Erkenntnissen haben Prugovas Leute eine verlassene Wetterstation an der norwegischen Grenze als Sammelpunkt genutzt. Die Station teilt sich in zwei Bereiche, mehr wissen wir nicht. Alles, was sie herausfinden können, hilft. Bringen Sie also Daten über die Anlage und dann schalten Sie sie aus. Endgültig. Gut. Dann ab in die Antarktis. Der Warhound ist eine selbstgetriebene mobile Artillerie mit genug Feuerkraft, um Feindstellungen auszuheben und dient zugleich als Deckung. Böses Teil. Passen Sie damit auf. Wir wissen nicht, ob Ihre Ausrüstung hundertprozentig EMP-resistent ist. Diese Granate röstet alle elektronischen Geräte in Ihrem Radius. Im richtigen Augenblick eingesetzt, korrekt, macht sie den Feind blind. Interessant. Scheußliches Wetter, aber immerhin können Sie jede Menge Krach machen. Also ich würde ein leichtes MG einpacken und zur Sicherheit ein PDAC also für das ist schnelle nicht Geschäft. Wir können hart zur Sache gehen. Ich würde trotzdem noch was einpacken zum Stealthen. Ich bleib beim Sniper-Gewehr. Gut. Okay. Ich nehm... Na, was nehme ich denn? Was richtig Böses mit. Ich glaube, ich nehme den Stoner 96 mit. Oh yeah. Gut, mit einem... nicht taktischen Visier. Ich würde gern mal ein neues Visier nehmen, aber... dem ist wohl nicht. Nur Reflexvisier. Ja gut, dann nehme ich das Reflexvisier da oben drauf. Was bombt man denn? Halt! Visiere. Was haben wir denn? Was haben wir hier? Können wir hier taktisches noch taktisches Visier? Nö. Also irgendwie wird mir das zu langsam alles freigeschalten. Na, irgendwie. So kann man das nicht freischalten. Das ist echt schade. Gut. Das ist eigentlich schon das Beste. Ja, das würde ich schon drauf lassen. Nee. Schienenabdeckung. Nee, ich nehme mal hier. Genau. So. Was haben wir hier noch? Das ist doch, würde ich sagen, das Beste. Ja gut, okay. Ausgerüstet. Als Sekundär nehme ich... Hui, was haben wir denn da? Herzschlagsensor. Entdeckt Feinde in der Umgebung und bietet Aufklärungsinformationen der Stufe 1 zu ihrer Position. Hui, ist ja witzig. Die ist ja nice. Wir haben eine neue Sekundärwaffe. Die PDRC. Mal schauen, was man da so verändern kann. Das Visier kann man wenigstens mal verändern. Das taktische Visier. Oh, was ist das? Kann man das auch noch? Nein, natürlich nicht. War ja klar. Auf jeden Fall nehmt einen Schalldämpfer mit. Ein Schalldämpfer muss sein. Ja, ich hab's auf meiner Sniper und auf meiner MP7. Gut. Falls wir doch hier so ein bisschen stealthen können. Na, egal. Okay, was nehme ich als Sekundär? PDR. Nee. Größeres Magazin geht auch nicht. Was kann man eigentlich? Man kann hier gar nichts ändern. Was ist das? Ah,
okay. Okay. Einmal Schalter. Er hat MP-Granaten dabei. Kontrolle besser. Keine Ahnung. Mir egal, wer sie mitnimmt. Ich nehme mal MP-Granaten mit. Okay. Naja, gut. Okay, alles klar, also. Ich lasse die Waffen so, wie sie sind. Ich nehme auf jeden Fall Sensoren mit. Und. Ich nehme Splittergranaten und EMP-Granaten mit. Ja, wie kannst du denn beides mitnehmen? Tja. Ja. Und nun Objekt 1 und Objekt 2. Ja. Ah, okay. Genau. Ah, okay. Ja, gut, dann nehme ich. Ich mach's dann wie Robson: EMP-Granaten und Splittergranaten. Nimm du dann Sensoren mit, Zocki. Ja, ich nehme Sensoren und Blendgranaten. Okay, alles klar. Also ich bin bereit. Ich auch. Dann ab in den Schnee. Dicht am Warhound. Wir dürfen hier nicht getrennt werden. Das sagst du so. Ich wette 20 Kröten, dass du dich während des Einsatzes hinter dem Ding versteckst. Hey, wenn das Ding Kugeln anzieht, dann muss ich nicht selbst drauf schießen. Okay. Warhound ist unterwegs. Die Sicht ist fast null. Das verschafft uns einen Vorteil. Magnetsicht 1. Ha, da ist auch null. Kontakt. Kontakt. Seht ihr was? Nein. Geht in Tarnmodus. Da, hier vorne. Sieht nach Schütze aus. Wartet. Von vorn. Hier. Langsam, 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 langsam. Ich spähe es aus mit meinem Scharfschützengewehr. Ich bin dabei. Gut. Du hast aber noch eine Drohne, Zocki, oder? Da ist noch eine. Ja, ich habe Drohnen dabei. Nein, ich habe nur den Warhound. Drohnen sind hier nicht dabei. Aber egal. Zweites Ziel. Ein Transporter. Ein Transporter. Bestimmt mit noch mehr Zielen. Lass den Warhound auf den LKW schießen. Da ist noch einer. Wo ich kann mit dem Warhound nichts machen gerade. Okay. Der LKW hat auch noch Leute an Bord. Einen, so wie es aussieht. Wartet halt noch mal ab. Warte mal. Wartet noch ab. Alter, das ist eine Art Geschütz. Die sitzen da drin. Moment. Da ist noch einer. Markierer Ziel 3. Okay, sie steigen aus. Sieht nach zwei Schützen aus. Hier ist noch einer. Rechts. Ich könnte jetzt drei Leute ausschalten. Nein, wartet. Moment, sind vier. Hier ist es noch sind einer. Vier. Hier schleicht noch einer rum. Hier, ich hab ihn. Das sind vier Ziele. Ja. Und nein, drei davon kriege ich. Am Auto schleicht noch einer rum. Egal, ich schnappe ihn mir leise. Warte. Warte. Wo steckt der? Da ist noch einer. Ja, eins der läuft die ganze weg, Zeit er läuft weg. Ey Jungs, wir brauchen hier nicht stealthen, gell? Ich schieß gleich los. Nein, also. Nein. Schieß nicht los. Alter, hab meins verloren. Warte. Ich schnapp den mir jetzt leise. Den sieht sowieso von dem dichten Schnee nicht niemanden. Und ciao! Ziel erledigt. Alles klar. Alter, meins verloren. Ich könnte eins sofort ausschalten. Würde keiner merken. Ich könnte vier und zwei. Warte, hab Ziel verloren. Bin ziemlich weit drinnen im Gebiet. Ich kann alle nehmen. Und drei. Warte. Markiere den dritten. Okay. Dann markiert alle. Ziel drei. Alles klar. Und? Halt, warte. Eins gehört mir. Ich hab... Warte. Dann negativ. Wer nimmt wen? Ich kann drei nicht. Vier und zwei hab ich. Wo ist drei? 3 ist der scheiß LKW von vorher noch. Markiere Nummer 4. Deaktiviert dann. Ja, okay. Warte auf dein Signal. Ziel 4. Da hinten schleicht 1 noch rum. Ja, den hab ich. Ey, wer macht denn dauernd die Ziele weg? Hab keine Sicht. Okay. Gib das Zeichen. Dann mach ich 3. Wer macht 4? Ich. Wie oft noch? Dann Ziel auf ihn. Ich warte. Ja, ich kann nicht, es wackelt. Hä, da ist doch niemand. Auf dein Zeichen.
demarkiert Ding. 3. So, okay, alles klar. Los, schießt! Noch einer. Perfekt. So. Der im LKW hat nämlich nichts bemerkt. Gar nicht schlecht. Sie haben hier draußen wahrscheinlich nicht mit Besuch gerechnet. Das könnte leichter werden als gedacht. Siehst du, man kann's da. Mann, musste das sein. Jetzt wird's bestimmt nicht leicht. Okay. Wohin? Okay, ja. Wir müssen folgen. Ah, okay. Folgt dem Warhound. Tarnung ist ab. Alter, ist das ein Sauwetter. Da siehst du gar nichts. Nicht mal mit Magnetsicht. Das siehst du aber schon mehr als ohne. Mach die mal aus. Ja, aber die Magnetsicht verrät uns wenigstens, wo die Gegner sind. Ja. Ich lade nach. Ja, ja. Der Sturm legt sich. Achtet auf eure Sichtlinien. Okay, nächstes Camp. Wieder so leise wie vorher. Nicht reinstürmen, abballern. Ich weiß, das würdet ihr gerne machen, aber ich bin eher für die leise Variante. Ja, es steht 2-1, okay? Der Schnee legt sich, Leute. Alles klar. Ja, der Sturm ist vorbei. Jungs, ich bring mich auf eine höhere Position. Hier ist eine Munitionskiste. Kontakt. Kontakt. Irgendwo hat's Kontakt. Ja, Warlord hat welche unterwegs. Entdeckt. Wir Panzer! Sieht nach einem Fuhrpark aus. Und verdammt. Da ist ein Panzer. Den können wir hier nicht stehen lassen. Nimm den Mörser und kümmere dich drum. Mörser? Verstanden. Wahrscheinlich hat Warhawk, Warhound, wie auch immer. Ja. Wie viele siehst du? Sehen. Da sind 4. Knipst dir die Leute aus? Warte. Geht nicht. Wie geht nicht? Ich schieß auch mit dem Warhound. Ah, okay. Ich nicht. Ich hab den Warhound nicht. Alles okay, klar, knipst die Leute aus. Ich schieß jetzt. Auf 3. Ich warte auf euer Kommando. Go! Warhound, greifen Sie nach. Okay. Alles klar, Panzer ist noch inaktiv. Oh, shit! Alter! Vorsicht, Vorsicht! Schießt auf den Panzer! Panzer ist down! Okay! Färbt den Schnee rot, Jungs! Jetzt geht's ab! Ich muss Munition laden! So, okay! Verdammt nochmal, ich brauch was Härteres! Gib mir den Stoner! Jawoll, so sieht's aus! Okay, sieht sauber aus! Ich sehe keinen mehr. Fahrzeuge! Alles klar, wechsle auf! Warlord! Mörser! Geht in Deckung! Noch einmal! Treffer! Noch den LKW! Treffer! Wechsel auf Maschinengewehr! Oder MG oder ach egal. Ich schieße mit dem Mörser. Weitere Fahrzeuge! Wechselt! Sehr schön. Schön unter Beschuss nehmen. Der okay, einer noch. Das war's. Sicher. Korrekt. Sehr gut. Vielleicht hat der Schnee den Lärm gedämpft. Am Warhound sammeln. Wir müssen weiter. Alles klar. Vorwärts. Junge. Hier haben wir haben auch gut aufgeräumt, leck mich am Arsch. Wie war das voll mit dem Stealthen? Ja, es gibt immer so Stealth-Passagen und dann gibt es halt auch so Action-Passagen. Ja, das gut. War hundertprozentig gestealtht. Ja, Mann. Guck, uns sieht doch keiner. Ja. Ja, wenn alle tot sind, ist es auch ein Stealth-Kill. Ja, okay, die sehen uns ja nicht. Okay, müssen wir vielleicht in die Gebäude? Nee, nein. Nicht wirklich. Folgt dem Warlord. Der bewegt Warhound. Sich voll komisch, finde ich. Warhound oder Warlord? Warlord. Hound. Hound. Warhound, Mann. Egal, ich habe ihn jetzt Warlord getauft. Warlord, unser kleiner Warlord. Ey, warte mal, ey. Ich bin zu faul zum Laufen, der kann mich schieben. Sehe, schieb mal, der schiebt mich.
Ich seh's gar nicht. Korrekt! Mich auch, Mann! Okay. Okay, wechsel wieder. Wir haben Kontakt. Stehen. Nee, wir müssen nur hier was zerstören, dass wir durchkommen. Nee, wir müssen das Ding hier zerstören, jetzt. Ja, aber der trifft gar nicht. Der trifft gar nicht. Was macht der denn? Lauf doch mal weiter. Hä, kann der nicht laufen oder was? Ah, okay. Okay, eine Suchrakete. Alles klar. Treffer. Oh, Alter. Versenkt. Oh, oh. Overlord, die Kommunikation ist lahmgelegt. Und ich stehe da ganz locker lässig in der Mitte. Von der Außenwelt abschneiden. Wenn wir den Vorposten ausgeschaltet haben, rücken wir zum zweiten Ziel vor. Dafür brauchen wir ein Boot. Gut. Zu faul zum Laufen, ich lasse dich mal schieben. Wozu ist er eigentlich gut? Vorsicht! Kontakt! Wow. Nein! What the fuck? Ah, oh, da hätten wir reinschleichen können. Tarnung aktiviert. Wenn wir den Vorposten ausgeschaltet haben, Tarnmodus. Wir zum zweiten Ziel vor. Dafür okay. Brauchen wir ein Boot. Sie sehen zwar den Warhound dann, aber das ist dann weniger schlimm. Der hat vielleicht auch noch ein Ding. Ein Tarnmodus. Nicht gerade unauffällig. Nein, okay. Okay, alles klar. Aufräumen, Jungs. Alles klar. Und Team ist weg. Den LKW noch. Da kommt noch mehr. Gegner tot. Gut, alles klar. Gegner ausgeschaltet. Nein, da läuft doch einer. Ah, ich sag ja nicht alle. Okay, sein Schädel ist weg. Fahrzeug, Fahrzeug. Sehr schön. Auf dem Berg da oben. Raketenwerfer. Armin, der ist down. Okay, schön. Altes Fahrzeug. Boah, das sind überall Leute. Die seilen sich ab. Erledigt sie. Abseilen, wo? Okay, down. Wir haben es im Griff. Oh Mann. Das Nachladen von dem Ding dauert viel zu lang. Okay, down! Da kommt noch ein Fahrzeug! Alles klar, down! Sehr schön! Vorwärts, vorwärts! Weiter! In Bewegung, Deckung! Ich kann nicht vorwärts gehen! Ihr müsst das Fahrzeug ausschalten! Fahrzeug da oben! Komm schon! Ich schieße, ich schieße, ich schieße! Sehr schön! Das war's! Gesäubert, alles klar! Okay. Munition gibt's Jungs, hier. Ich brauche ja mein Scharfschützengewehr ist fast leer. Ja, hier. Alles klar. Weiter. Folgt ihm. Folgt unserem Warlord. Geht in Tarnmodus. Kontakt. Oh ja, alles klar. Super leise aufgeräumt. Wer war das schon wieder? Standard. Ja, ich. Boah, Junge! Klar. Seh ein! Down! Was? Der lebt noch, obwohl ich ihn in den Kopf geschossen hab. Such Deckung! Bleib dran! Erledigen wir sie! Hier ist alles voll von denen! Er ist tot! Vielleicht sollte ich mal einen Sensor schmeißen oder so. Ziel erledigt! Am Helikopter sind zwei Ziele. Ich blende sie. Okay, die auf dem linken Wachturm sind tot. Okay, jagt noch einer den zweiten Wachturm in die Luft. Ja, ja. Okay, da ist schon keiner, die sind alle down. Egal, jag ihn in die Luft. Linker Wachturm ist down, er ist sauber. Hier gibt's wieder Muni. Okay, gebt ihm jetzt den Rest! Langsam vorrücken. Vorsicht! Panzer, Panzer, Rückzug! Schieß auf ihn! Nimm den Warlord! Ja, ich schieß doch schon. Alles klar. Down. Okay. Hinter den Kisten. Welchen Kisten? Seh ihn. Hab ihn. Down. Au. Ah. Scheiße.
Irgendwo sind welche. Wow, 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 welche Seite? Ich sehe keine. Irgendwo schießen sie auf mich. Das ist gerade ein Fahrzeug. Nee. Erledigt! Fahrzeug ist down! Boah, boah! Verdammt, knickt! Ah! Verdammt! Drücke vor! Wow! Was war das denn? Ein Feuerwerk meiner Gefühle. Gut gemacht. Kommt zu euch. Oh, ich bin geblendet. Ah, ich sehe nichts mehr. Okay. Hab wieder Sichtkontakt. Und down. Sicher. Gesichert, wir ziehen weiter. Puh. Verstanden, Hunter. War ganz schön schwer. Okay. Das Viech erinnert mich irgendwie an eine Krabbe oder so, Alter. Ab jetzt heißt das Viech Krabbi. Krabbi! Ich find Warlord besser. Warlord. Zumindest müssen wir nicht schwimmen. Erst darfst du quengeln, wenn du fahren darfst. Los, Jungs, beeilt euch. Los, einsteigen. Ab ins Boot. Was, Mann, ich lass mich noch ein bisschen schieben. Für eine verlassene Station ist hier eine Menge los. Ja, und das war erst der Vorposten. Das ist der Aufklärungsteil des Jobs. Die fliegenden Augen sehen auch nicht alles. Man sollte meinen, dass so viel Aktivität auf jemandem aufgefallen sein muss. Wir haben alle unsere Geheimnisse. Wie überrascht wären wohl die Russen, wenn sie nach Dulfer kämen? Na gut. Ich will nur hoffen, dass uns sowas hier nicht erwartet. Verstanden. Rechnet mit dem Schlimmsten. Und lasst den Warhound vor. Der ist ersetzbar. Ein nützlicher kleiner Kerl. Der ist nicht wirklich klein. Okay, Jungs, setzt den Hut gerade. Wir kommen unter Leute. Alles klar. Die höchste Priorität hat für uns ein Abbild ihres Hauptrechners. Wenn wir das haben, machen wir den Laden dicht. Verstanden. Legen wir los.